Ja, Leute, heute ein interessantes Thema. Betrifft viele, keiner spricht drüber. Wie kriege ich ein verstopftes Klo frei? Ich habe euch da mal extra ein dreckiges Klo rausgesucht, schön schmutzig gemacht. Und im Endeffekt, es gibt eine gute, einfache Möglichkeit, die jeder benutzen kann. Und das ist ein Mittel. Da muss man noch nicht mal groß pumpen oder mit einem Pömpel rummachen, sondern während meiner Zivi-Zeit habe ich das kennengelernt. Hey Leute, haut einfach ein bisschen Zeug davon rein. Das nennt sich Rorax. Ab ins Klo. Und vor allem wichtig, einwirken lassen, ja. Also wenn ihr das da reinmacht, dann dürft ihr da nicht sofort spülen, das ist das Ganze weg. Am besten nehmt ihr eine Klobürste, vielleicht irgendeine alte, dreckige, und dann macht ihr da ein bisschen Wirbel drin, dass sich das ganze Zeug verteilt und sich richtig ins Rohr reinsetzt. Rohrax heißt ja auch so. Dann wartet ihr, ihr könnt echt bis zu einer Stunde warten, ne? Und danach spült ihr einmal durch. Den Vorgang wiederholt ihr insgesamt 2 bis 3 Mal und danach müsste das Klo eigentlich frei sein. Aber erwartet, wie gesagt, nicht nach 10 Minuten, dass sofort wieder alles fließt, sondern das muss sich, das ist ein Mittel, das ist relativ aggressiv, ist also auch giftig, ein bisschen aufpassen. Das ganze Zeug setzt sich dann ins Rohr, zersetzt die ganzen Dinger und dann spülen, spülen, spülen und immer gut nachspülen. Wie gesagt, passt auf, dass ihr es nicht an die Finger bekommt, ins Gesicht bekommt, das ist schon ziemlich ätzend, das Zeug. Aber hilft. Und ja, meine Erfahrung, ich meine, ihr könnt die Dosierungsanleitung lesen, aber ich sag euch, viel hilft viel in dem Fall. Ballert ruhig ein bisschen was rein und dann kriegt ihr das Klo auch wieder voll. Also nochmal zum Mitschreiben, schüttet es rein, lasst es lange einwirken, am besten ein bisschen verteilen, dass es auch sich absetzen kann und danach gut nachspülen. Ich habe euch das Rorax mal unten verlinkt, kann ich echt nur empfehlen, gutes Zeug.